Berlin hat sich echt einen Hotspot auch für internationale Künstler gemausert. So. Das finde ich ziemlich interessant und auch so die Masse einfach, die Masse an illegalem Graffiti. Es gibt schon die Berliner Szene, natürlich, aber es kommen ganz, ganz viele andere Einflüsse von außen mit rein. Das hat aber auch viel so mit der Berlins Akzeptanz mittlerweile Graffiti und Street Art gegenüber zu tun. Wir haben viele Festivals, die hier stattfinden, wir haben ganz viel irgendwie Graffiti-Jams, ganz viele Graffiti-Läden, die irgendwie Sachen ins Leben rufen und Leute einladen zu malen. Das ist schon ziemlich besonders. Für mich liegt der Unterschied ganz klar in der Intention des Künstlers oder der Künstlerin. Aber es ist natürlich so, die Grundessenz vom Graffiti ist der illegale Gedanke. So, auch ich mache das für mich, ich mache das für die Leute, die das vielleicht auch machen. Ich mache das nicht, damit Leute sagen, hey, ich mache ein Foto für mein Poesiealbum oder so. Im Graffiti ist halt so dieses viel mehr subkulturelle Ding, irgendwie so der Underdog, das passiert innerhalb seiner eigenen Szene. Ich gehe raus, ich schreibe meinen Namen. Also ich würde schon sagen, es gibt legales Graffiti, da bin ich ganz klar davon überzeugt. Es gibt auch illegale Street Art. In der Street Art ist ein bisschen eine andere Geschichte. Würde ich so definieren, dass du alles, was du irgendwie als Kunst beschreibst, was du irgendwo im öffentlichen Raum findest, Street Art nennen kannst. So Street Art ist eher, ich präsentiere meine Kunst einem größeren Publikum. Ich will, dass Leute da stehen bleiben und sagen, hey, finde ich interessant, finde ich cool. Und Graffiti, egal ob es ein Charakter ist oder ein Schriftzug, passiert schon noch so ein bisschen innerhalb der eigenen Szene. Ich mache das für mich und die Leute, die das auch machen. Das ist schon eine sehr männerdominierte Szene, auf jeden Fall. Also ich kenne Zahlen von irgendwie 5% Frauen in der Graffiti-Welt, in Deutschland auf jeden Fall. Ich kann es nicht richtig erklären. Ich kenne nicht so viele andere Frauen, die auch malen. Es gibt natürlich welche. Ich finde, man kann das ganz schön vergleichen eigentlich mit so einem Hund, der irgendwie umrennt und an jedem Baum pinkelt und sagt, das ist jetzt meins.